Daniel betet. In seiner stillen Zeit hat er beim Propheten Jeremia von dem Versprechen Gottes gelesen, dass Gott 70 Jahre nach der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier erneut handeln würde. Und inspiriert von dieser Verheißung beginnt Daniel zu beten. Es ist ein starkes Gebet in Kapitel 9 des Daniel-Buches. Ein Gebet, von dem wir lernen können. Denn obwohl Daniel selbst als Teenager nach Babylonien deportiert wurde und folglich selbst nicht wirklich Schuld an dieser Abtrünnigkeit des Volkes haben konnte, bezieht er sich bei seinem Schuldbekenntnis mit ein. Er zeigt nicht mit dem Finger auf die anderen und sagt, die sind schuld, die haben alles falsch gemacht, sondern er erkennt, dass er Teil des Ganzen ist und gleichwohl genauso hätte beitragen können. Stellvertretend für das gesamte Volk bekennt er, dass sie Unrecht getan haben, dass sie den Bund mit Gott verlassen und nicht auf Gottes Propheten und den Ruf zur Umkehr gehört haben. Aber anstatt zu verhandeln oder sich doch noch rauszureden, steht Daniel zu diesem gottlosen Verhalten und bittet Gott um Gnade und Vergebung. Daniel weiß, dass das ausgesprochene Urteil Gottes und die Konsequenzen gerecht sind. Das Volk hat versäumt, Gott zu lieben und seine Gebote zu halten. Aber Daniel weiß zugleich, dass Gott voller Barmherzigkeit ist und jede Vergebung bei ihm finden kann. Und darum bittet er voller Demut, stellvertretend für sein gesamtes Volk, Gott um Gnade. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit, betet er in Vers 18. Ich vermisse solche Gebete heute oftmals. Von uns als Volk, als christliche Gemeinschaft und auch ich in meinem ganz persönlichen Gespräch mit Gott. Wir haben es verlernt, Buße zu tun. Lieber suchen wir nach Gründen, weshalb wir nicht schuld sind und warum Gott uns vergeben muss, als ob wir irgendwie doch einen Anspruch drauf hätten. Daniel zeigt uns, mit welcher Herzenshaltung wir in solchen Momenten Gott begegnen sollten und auch, dass Gott darauf reagiert. Bei Daniel war es so, dass er ihm diesen Engel Gabriel vorbeischickt, der ihm das mit diesen 70 Wochen nochmal ausführlich erklärt. Bei uns mag es anders sein, aber auch nach wie vor spricht Gott heute. Und deshalb habe ich zum Abschluss noch zwei kurze Fragen an dich. Was kannst du von Daniels Gebet lernen? Wie könnte Daniels Beispiel dein Gebetsleben verändern? Und die zweite Frage ist, wo gibt es Dinge in deinem Leben, über die du Buße tun solltest und wo du Gott um Gnade und Vergebung bitten möchtest?